Ey, das hast du jetzt aber nicht gefilmt. Hast du das jetzt gefilmt? Also gestern war Gott sei Dank das Wetter wieder eindeutig besser. Nicht mehr ganz so viel Regen. Und wir sind gelaufen von kurz vor Bamberg bis nach Thüringen rein. Ich freue mich, dass Sie Bamberg als Zwischenstation ausgewählt haben. Wir haben einen netten Essenskorb bekommen vom Oberbürgermeister. Ja, alles schön mit Bier. Der Abend ist gerettet heute. Und ja, wir haben eine kleine Stadtführung gemacht, wurden ein bisschen rumgeführt, alles gezeigt. Und war super nett alles. Also mit Harald Spörl war, er hat uns erst mal erzählt, seine HSV-Zeiten, wann er da war, wann er aufgehört hat, dass er jetzt wieder zurückgegangen ist nach Bamberg und sich da im Endeffekt für den HSV noch tätig ist als Talentscout. Ich bin Scout beim Hamburger Sportverein seit 2002. Ja, ich gucke mir viele Spiele an und Spieler und beurteile die dann eben. Und dann, ja, das ist jetzt mein neues Aufgabengebiet seit 2002. Super sympathischer Mann, ganz klasse, adrett, kann nichts anderes gegen sagen. Auch hat uns auf ein Bier eingeladen, hat Spaß gebracht. Ja, Prost. Und immer gucken, weiß ja, sonst, ne? Was dann passiert. Prost. Wo machen wir noch? Hier haben wir noch. Ja, super. So, also das ist ein Spezi, ne? Ein Bier, ein Spezi. Fürs Protokoll, ne? War ein spezielles Rauchbier, eine Delikatesse der Stadt. Ja, nach dem zweiten, dritten wird es wahrscheinlich gut schmecken. Ist gewöhnungsbedürftig. Sonst schmeckt so wie dieses. Boah, Wahnsinn. So, also Geruch hast du normalerweise vorher nur bei irgendwelchen Whisky oder so. Ja. Die Schiene drin ist eben schon mit drinnen. Ja. Das hat man aufgelöst. Es wird langsam hart uns eingemacht, aber es ist noch, also die Beine sind noch locker und gut. Ich denke mal, wir haben uns auch ein bisschen zurückgehalten gestern, weil wir heute wissen, dass es auch über den Rennsteig geht und ich glaube, das wird immer heute richtig hart. 740 Kilometer am Stück. Und dann noch bei so einem Shitwetter. Also die Jungs tun mir wirklich ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man die so anguckt, die sehen eigentlich immer noch topfit aus. Also das wäre bei uns, glaube ich, ein bisschen anders. Da, wenn wir mal Training hatten und mussten mal so Straftraining machen mit 20 Kilometer, da haben wir dann schon gepumpt.